Wir befinden uns heute hier im Lüsenstal im Sellrhein auf dem Edelried und Alpine Welten Eiskletter-Camp. Im Hintergrund sieht man, wir sind schon den ganzen Fall rauf und runter abgeklettert und machen jetzt so ein paar Themen zur Sicherungstechnik. Thema Nummer 1 bei der Sicherungstechnik ist, ich muss mich irgendwie im Eis befestigen. Dazu verwende ich eine Eisschraube. Sieht so aus. Gibt es verschiedene Bauweisen. Das ist hier so eine klassische, ein Edelstahlschaft mit einer Wendelung vorne drauf, ziemlich scharf geschliffenen Spitzen, die in zwei Richtungen angeschrägt sind, sodass das Eis, wenn die Schraube eingedreht wird, in das Loch rein verdrängt wird. Es entsteht also kein Sprengdruck nach außen auf das Eis, sondern das ausgedrehte Eis wird durch die Schraube nach außen ausgestoßen. Dadurch oder dazu ist es eben sehr, sehr wichtig, dass die Schraube innen sehr glatt ist, die ist gehonnt. Dadurch entsteht wenig Reibung, das Eis kann gut nach hinten rauslaufen. Ist auch wichtig, dass die regelmäßig geschmiert wird, immer schön sauber ist. Vorne drauf befindet sich die Lasche. Die Lasche ist leicht schwenkbar, sodass sie, wenn sie auf Unebenheiten auf dem Eis aufliegt, die eben ausgleichen kann. Hier unten hänge ich mich ein, das ist mein Fixpunkt. Zweiter Fixpunkt ist hier oben. Und um das Eindrehen zu erleichtern, habe ich hier diese ausklappbare Kurbel. Mit der kann ich die Schraube sehr, sehr schnell ein- und wieder ausdrehen. Wichtig eben dabei, Schraube muss sehr scharf sein. Problem ist, wenn man sie auf Fels dreht, dann werden die Spitzen hier vorne leicht stumpf, dann beißen sie nicht mehr richtig. Das Ansetzen wird sehr schwer und es dauert sehr lange, bis die Schraube mal beißt. Dazu verwendet man dann eben auch Schrauben in unterschiedlichen Längen. Das heißt, wenn der Fels mal etwas näher ist, wenn die Eisauflage nur sehr wenige Zentimeter hat, dann gibt es die Schrauben auch in kürzeren Längen. Und wenn ich einfach einen sehr, sehr sicheren Stand brauche oder zum Beispiel eine Abalakow setzen möchte, dann kann ich auch Schrauben in größerer Länge verwenden. Bevor ich jetzt meine erste Schraube setzen kann, muss ich mal ein Stück den Eisfall hochklettern. Und um mich am Eis festhalten zu können, verwende ich diese Eispickel, diese Eisgeräte dazu. Da gibt es unterschiedlichste Bauformen. Hier mal zwei verschiedene Geräte. Man sieht, wenn man den Griff übereinander legt, die haben ganz unterschiedliche Winkel. Die Schaftkrümmung ist unterschiedlich, der Hauenwinkel wird dann anders. So ein Gerät verwendet man jetzt in erster Linie im Eis und im Mixed-Gelände. Das heißt, wenn auch das Eisgerät mal auf den Felsen eingehängt werden muss, durch den steileren Hauenwinkel verhängt sich das eben besser auf Hooks. Dieses Gerät hat einen etwas geraderen Schaft, eine etwas geringere Schaftkrümmung, hat auch eine andere Haue. Das wäre jetzt ein Gerät, das man in erster Linie zum reinen Wasserfall- und Eisklettern einsetzt, das sich einfach sehr, sehr gut schlagen lässt, weil der Schwerpunkt des Geräts hier oben im Kopf in ziemlich gerader Linie hinter der Hauenspitze liegt und dadurch einfach sehr gut ins Eis eindringen kann. So, jetzt klettern wir los und setzen unsere erste Schraube. So, jetzt schaue ich mir erstmal an, dass das Eis auch wirklich gut ist. Schraube ab. Jetzt die ersten zwei Umdrehungen. Ah ja, da haben wir eine Vertiefung. Die beißt gut. Ich mache sie leicht hängend, relativ zur Eisoberfläche. Kurbel raus und dann Vollgas. Hexe rein. Seil rein. Und weiter geht's. Gut. Ich versuche mir jetzt eine Stelle zu suchen, wo ich nochmal halbwegs gut stehe. Und das sieht hier gut aus. Dann geht's los. Setze ich jetzt mal meine erste Schraube, die setze ich etwas höher als gewohnt. Nicht auf Hüfthöhe, sondern eher auf Augenhöhe, weil das mein Zentralpunkt, der untere Punkt später wird. Und den möchte ich vernünftig von meiner Standfläche aus bedienen können. Wenn ich den jetzt zu niedrig setze, dann muss ich nachher in die Hocke gehen, um den Zentralpunkt bedienen zu können. Erster Punkt ist drin. In diese meine Selbstsicherung. Damit bin ich jetzt mal gesichert.
Stand! Stand! Kannst mich rausnehmen. Gut. Brauche ich eine zweite Schraube zur Hintersicherung, weil ich hier nur an zwei Punkten Stand machen möchte. Die setze ich etwas höher. Mindestabstand 60 cm. Maximaler Abstand 120. Das reicht mir meine Standplatzschlinge nicht mehr. Und den Punkt verbinde ich jetzt in einer Reihenschaltung mit meinem unteren Punkt. Stelle den so ein, dass ein bisschen Last auf den oberen, ein bisschen Last auf den unteren kommt. Und fertig ist der Stand. Es geht weiter, das Sicherungsgerät kommt rein. Seil wird eingezogen. Achtung, darauf achten, wenn das Seil eingezogen wird, nicht nach unten hängen lassen, das verhängt sich gern an Zacken. Und kommen kann er. Kommen! Gut, jetzt geht es ans Abseilen. Abseilen kann ich natürlich nicht an den Schrauben, weil ich die ja nicht hängen lassen möchte, sondern ich muss jetzt irgendwo einen Fixpunkt hinterlassen. Was sich da anbietet, ist eine Abalakow. Funktioniert folgendermaßen. Ich nehme eine im Verhältnis etwas längere Schraube und drehe die Schraube zweimal in etwa einem 60-Grad-Winkel zueinander hier ein. Versuche diese zwei Kanäle so zu schrauben, dass sie sich hinten treffen. Und dann kann ich durch diese zwei Kanäle, durch die Sandor, die dadurch entsteht, eine Schnur, eine Schlinge durchfädeln. Und die kann ich mir mit einem Eissanduhrfädler, diesem Teil hier, kann ich mir die Schlinge dann aus der Abalakow rausholen, knote ich ab und daran kann ich dann abseilen. Gut, wir setzen jetzt die erste so, dass wir dann ins Loch reingucken können. Die benutzen wir dann zum Anvisieren, wenn ich das zweite Loch drehe. Schraube ausklopfen. Leer. So, jetzt wird das eine Loch reingeguckt und wenn wir es richtig gemacht haben, trifft die Schraube aus dem zweiten Loch das erste Loch. Und das müsste gewesen sein. So, beim Rausdrehen passen wir natürlich auf, dass uns die Schraube nicht runterfällt. Auf der einen Seite ist ein Haufen Geld weg, auf der anderen Seite wird unten irgendjemand getroffen. So, jetzt kommt die Schnur rein. Dazu brauche ich jetzt meinen Fädler. Und da haben wir ihn schon. Als Knoten zur Seilverbindung verwende ich jetzt hier bei einem 8 mm Halbseil einen gegengleich in Ringform gesteckten Sackstich. Schau, dass die Enden mindestens 10-facher Durchmesser, Anhaltspunkt ist Handbreite, dann ist es ausreichend. Der Winkel hier, der sollte nicht zu flach sein, der ist jetzt in Ordnung. Über die Seildehnung wird er sich noch ein bisschen setzen. Seile hintersichere ich nochmal zum Fädeln. Und dann kann ich mich hier ausbinden. Seile prinzipiell immer bei querliegenden Fixpunkten von oben nach unten durchfädeln, sodass es sich nicht verklemmen kann, wenn ich es abziehe. Merken, an welchen ich abziehen muss. In diesem Fall ist es blau. Und auch hier in dem Fall ein gelegter Sackstich. Alle Enden festgezogen, Enden ausreichend lang. Hintersicherung kann raus. Sicherungsgerät kann rein.
Im Normalfall würde ich jetzt hier einen zusätzlichen Prusik verwenden. Ich mache den Test. Megajoule klemmt, kann ich mir den Prusik sparen. Ich bin jetzt immer noch redundant gesichert. Ich hänge hier noch an der einen Schraube und hier an meinem Fixpunkt. Die erste Schraube kann raus. Der erste, wenn jetzt abseilt, kann hier über die Schraube hintersichert bleiben. Sollte die Abalakow jetzt ausbrechen, hänge ich direkt hier in der Schraube. Der zweite, der abseilt, weiß ja über den Test durch den ersten, dass es hält. Kann dann auch die zweite Schraube rausbauen. Standplatzschlinge geht mit und abwärts geht's.